Es war einmal eine Kulturhauptstadt. Sie lag an der Saale und nannte sich Halle. Sie war stolz auf ihre Traditionen, hatte Händel, Zacho, Friedemann Bach und zahlreiche andere. In der Neuzeit übrig geblieben waren ein Opernhaus, ein neues Theater, eine Kultur GmbH und zahlreiche Festspiele, freie Bühnen sowie das älteste Varieté Deutschlands. Die Hallenser träumten ihren Traum immer weiter, eine Kulturhauptstadt zu sein, bis aus Magdeburg ein Herr Bullerjan von der Landesregierung angeflogen kam. Er kam mit einem großen Rotstift und bedrohte alle Kultureinrichtungen der Saalestadt. Da erhob sich ein Schrei, tausende Leute liefen auf dem Marktplatz herbei und riefen: Erhaltet die Kultur, es darf nichts verloren gehen, die Leute laufen uns weg, wir werden keine jungen Familien in Sachsen-Anhalt halten. Niemand wird zu uns zurückkehren. Da sagte Bullerjan: Aber bei euch ist doch sowieso schon alles leer, was soll das Geschrei, für mich zählen Zahlen und Fakten. Zack, 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 ordnete er Streichungen an. Die Demonstranten liefen wiederum durch die Stadt. Und am Ende stellt sich die Frage: Ist Bullerjan ein Kulturfreund oder ein kühler Rechner? Denn schon in der Bibel steht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.